Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Die 12 größten Fehler im Zeitmanagement. Heute geht es um das Thema das richtige Format. Wenn du dich auf die Suche machst nach Kalendern, entweder im Kaufhaus oder im Internet, dann findest du ganz verschiedene Formate. Es gibt den klassischen Kalender, da hast du für jeden Tag eine Seite. Dann gibt es wiederum diese Kalender, die kannst du dir so ein bisschen breit auf deinen Schreibtisch stellen, da hast du vielleicht 7 Tage nebeneinander, aber relativ schmal. Und dann gibt es Kalender, da hast du den gesamten Monat so im Überblick und kannst von 1 bis 31 alles eintragen. Und dann gibt es diese etwas größeren Karten, da hast du 12 Monate und hast alle 365 Tage drauf. Die Frage ist nun, was ist hier das beste Format, damit du wirkungsvoll deine Zeit auch schnell und übersichtlich gestalten kannst. Das Beste tatsächlich ist ein Kalender, wo du die gesamte Woche im Überblick hast. Aber Achtung, es gibt auch hier Kalender, die haben 5 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, nebeneinander von morgens bis abends, aber am Wochenende, Samstag, Sonntag sind wieder untereinander. Auch das kann sich als schlecht herausstellen, wenn du auch diese beiden Tage sinnvoll gestalten willst, egal ob es geschäftlich ist oder privat mit deiner Familie oder mit deinen Freunden. Das bedeutet also, das beste Format, um deine Zielplanung, deine Zeitmanagement-Gedanken und Ansprüche umzusetzen, ist ein 7-Tages-Wochenkalender, aber Achtung, wo du relativ früh schon beginnend, vielleicht bei 6 oder 7 Uhr, durchplanen kannst bis zum Abend, bis 23 oder 24 Uhr. Und mit diesen Kriterien lade ich dich ein, auch auf die Suche zu gehen, deinen Papierkalender zu finden. 7 Tage nebeneinander, sowohl Samstag als Sonntag als gesonderter Tag und dann möglichst früh bis möglichst spät. Denn du wirst schnell feststellen, dass wenn du dir sinnvolle Ziele setzt und du alles unter einen Hut bekommen möchtest, dass du jede Stunde in der Woche brauchst. Nicht nur für die Arbeit, sondern auch für deine Beziehung und deine Erholung. Also besorge dir bitte einen Papierkalender, wo du 7 Tage nebeneinander hast, wo du dann sicherlich am Anfang und auch am Ende des Kalenders, also davor und nach, die Monatsübersichten hast. Aber entscheidend ist, dass du die Möglichkeit hast, von oben auf deine Woche genauso zu schauen wie eine Drohne, wie ein Adler, der von oben auf dein Grundstück schaut und der alle 168 Quadratmeter, denn so viele Stunden hat deine Woche, 168, auch im Überblick hast. Das, was du nicht siehst, wirst du sehr wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren, zu gestalten und zu beschützen. Gerne sehen wir uns nun morgen weiter. Zum dritten großen Fehler, den viele Menschen machen beim Zeitmanagement. Dein Daniel Schäfer.